Diskussion rund um die Noten. Die Abschaffung der Beurteilungsskala in der neuen Mittelschule können wir begrüßen. Die war wirklich ein Unsinn. In der Volksschule schaut das schon anders aus. Die alternative Leistungsbeurteilung wird von den Eltern gut angenommen und auch von den Lehrern. Und dort, denke ich, sollte die Schulautonomie greifen und soll es in der Verantwortung der Schule bleiben, ob alternativ beurteilt wird oder mit Ziffernoten. Grundsätzlich ist das eine Scheindiskussion. Von den wirklichen Themen, von den wirklichen Herausforderungen im Bereich der Bildung wird hier abgelenkt.